Hallo Minecraft-Menschen! Es ist mal wieder Zeit für eine Aufnahme und es ist auch mal wieder Zeit für viel zu viel schlechtes Wetter. Und es ist Zeit für morgen. Es ist mal wieder Zeit, dass ich euch mit ein bisschen Informationen und ein bisschen Bildern aus dem Dorf hier versorge. Und ich habe ein bisschen gebaut, als die Kameras ausgeschaltet waren. Das kennt ihr ja schon von mir, dass ich ab und zu mal ein bisschen nebenher baue. Und zwar, in einer großen Aktion, ihr erinnert euch an dieses viel zu groß geratene Haus, in einer großen, wenn nicht sogar riesigen Aktion, habe ich alle Steine, die dieses Haus quasi nach außen hatte, ausgetauscht. Ich habe also von oben angefangen bis unten sämtliche Pflastersteine rausgehauen, habe diese Pflastersteine danach direkt gebrannt und habe sie danach in Steinziegel umgewandelt und dann wieder in dieses Haus eingesetzt. Ich habe dann auch noch Fenster hier reingesetzt, weil ne, Fenster braucht es ja. Soll ja nicht aussehen wie ein Bunker. Hier unten habe ich die Pflastersteine als Boden drin gelassen, weil mir das ganz gut gefiel. Hier gibt es jetzt eine Tür nach draußen. Und es gibt natürlich auch noch das Erdgeschoss. Und da kommen wir hier hin. Und vom Erdgeschoss gibt es auch noch eine Tür. Und da kommen wir dann hier unten bei unserer Treppe raus. Ihr seht das. Was habe ich noch gemacht? Ich habe im Dorf überall ein paar Bäume verteilt. Wir wollten uns ja ein bisschen um die Grünanlagen kümmern und ich habe, so gut es ging, alle Grasbüschel entfernt, die ich so auf den ersten Blick gesehen habe. Natürlich, es fehlen noch ein paar. Also ganz fertig geworden bin ich nicht. Aber ich habe größtenteils die Grasbüschel, die hier rumstanden, habe ich weggemacht. Stopp, den auch noch. Habe dann noch, düsen wir mal zurück, also hier überall Bäumchen hingesetzt, damit es ein bisschen hübscher aussieht. Da ist auch einer. Ich habe hier so eine kleine Art, ja, wie soll ich es nennen? So eine kleine Art Stadttor, Wohnsiedlungstor gemacht. Also, dass man hier sieht, dass hier so ein separater Bereich anfängt, wo eben unsere Bewohner sich niedergelassen haben. Dann habe ich noch, war ich noch an der Kirche, weil ich festgestellt habe, dass wir zwar außenrum genug Licht hatten, aber es fehlte noch Licht auf dem Platz selber. Also der Platz selber, und auch hier habe ich jetzt ein bisschen die Beleuchtung ausgebaut, der Platz selber war zu dunkel, da waren teilweise Lichtlevel 2 oder 3. Und deswegen habe ich jetzt hier einige weiße Steine gegen Glowstones getauscht. Und ihr seht, also ihr seht es später, wenn es dunkel ist, dann seht ihr, dass ja, dieser ganze Platz jetzt eigentlich leuchtet. Das sieht ziemlich cool aus. Und weiter geht's. Was habe ich noch gemacht? Ich versuche das jetzt möglichst schnell alles vorzustellen, damit wir nicht uns wieder ewig lang hier an den Neuerungen aufhalten. Bäume, Gras, Glowstone. Achso, ich habe eine super Möglichkeit gefunden, viele Smaragde zu bekommen. Ich habe nämlich drüben im Dorf einen Dorfbewohner, der mir für 19 Weizen einen Smaragd gibt. Und bei den Dorfbewohnern, wenn man mit ihnen handelt, ist es so, dass wenn sie mit einem wenn ein Angebot ausgeschöpft ist, dass sie danach ein Alternativangebot anbieten, was man annehmen kann, nicht muss, aber annehmen kann. Und wenn man dieses Angebot angenommen hat, dann wird das erste Angebot wieder verfügbar. Und habe ich sie noch hier drin? Ihr seht, ich habe durch dieses Handeln habe ich 30 Smaragde bekommen. Einfach nur, indem ich unseren Weizen losgeworden bin und das Alternativangebot war, dass ich 9 gebratene Fisch bringen sollte. Und ich weiß, das war irgendeiner von den... Nee, du bist ja kein Landwirt. Irgendeiner von den Landwirten war es. Du warst es auch nicht. Nee, du... Warst du das? Nee, du möchtest Hühnchen, aber das ist auch ein gutes Angebot. Einer von den Landwirten war das. Und, ich schaue gerade mal. Es ist ein bisschen schwierig, die hier zu finden. Weil wir von Landwirten relativ viele haben. Da ist noch einer. Warten Sie! Laufen Sie nicht weg! Der war es auch nicht.
Naja, jedenfalls einer von denen war es und hat uns dieses gute Angebot gemacht, auf das ich dann eingegangen bin. Und wie ihr seht, ich habe hier auch im Inventar im letzten Platz habe ich eine Angel. Und die ist auch schon fast aufgebraucht. Und mit dieser Angel habe ich dann Fisch gefangen. Ich weiß nicht, ob ihr selber in Minecraft schon mal Fisch gefangen habt oder jemanden gesehen habt, der das macht. Also ich habe mitbekommen, dass wenig Leute angeln, obwohl es mittlerweile Erfahrungspunkte bringt und eigentlich auch relativ viel Spaß macht, finde ich. Also wir können ja mal irgendwie versuchen, einen Fisch zu fangen. Ist immer so eine Glückssache. Man muss, ja, wie beim normalen Angeln auch, man muss geduldig sein und man muss im richtigen Moment klicken. Also ihr seht da hinten, wie heißen die Teile? Schwimmer? Ich glaube Schwimmer. Der bewegt sich oder der liegt oben auf dem Wasser. Und seht ihr? Und wenn er nach unten geht, dann muss man auf die rechte Maustaste drücken und die Angel ganz schnell einholen. Und wenn man das macht, das war jetzt leider zu spät, wenn man das macht, dann ja, fliegt einem quasi der Fisch direkt entgegen. Und Fisch kann man als Nahrung verwenden. Und man kann ihn aber auch dazu verwenden, um Katzen zu zähmen. Da braucht man dann teilweise schon echt viel Fisch. Also, ich weiß nicht, so zwischen 10 und 15 sollte man schon mitnehmen, wenn man unbedingt eine Katze haben möchte. Aber es ist wirklich, es ist schon eine Geduldsprobe. Also es gibt Tage, an denen beißen die Fische ziemlich gut. Es gibt aber auch Tage, an denen steht man einfach da und es beißt überhaupt nichts. Ja. Also so wie jetzt. Aber das ist nicht so schlimm. Einen Fisch haben wir jetzt. Ich frage mich gerade, kann man den auch roh essen? Ah, ich habe gerade keinen Hunger, da sieht man das nicht. Okay, wir können ihn aber in den Ofen werfen. Wie man das mit Fisch so macht. Da ist auch noch Holz drin, das wir zum Brennen nehmen können. Und danach bekommen wir dann einen gebratenen Fisch. Auch wenn es im Ofen war und nicht in der Pfanne. Gut, jetzt haben wir 7 Minuten vertrödelt mit Anglerweisheiten und dem Zeigen neuer Dinge. Wir müssen hier nämlich jetzt weitermachen. Und zwar ganz dringend. Und wir sehen Grünanlagen, da habe ich ja schon ein bisschen mit angefangen. Häuser einrichten, das hatte ich euch versprochen, dass wir das jetzt machen. Lichtanlage und Stadt benennen. Also wirklich, was viel Arbeit machen wird, denke ich, sind die letzten drei Sachen. Stadt benennen geht ja schnell. Aber die drei Sachen werden schon Arbeit machen. Und da sollten wir uns deswegen jetzt auch relativ schnell ransetzen. Ich war in den letzten, ja, Tagen ein bisschen fleißiger. Ich habe auch mir jetzt eine kleine Baumfarm hier errichtet, die ihr hier links seht. Da, das ist die kleine Baumfarm. Das sind 5x5 Bäume, die im Quadrat gepflanzt wurden und dann quasi in so einem Baumblock hochwachsen. Und da habe ich dann in den letzten Tagen schon sehr viel Holz gefarmt, damit wir für die Einrichtung genug haben. Nein, Moment. Ich habe ja jetzt eine Holzkiste. Holz, Holz oben. Ihr seht, ich war schon fleißig. Das ist Eichenholz, das ist Fichtenholz. Ich nehme es trotzdem mal mit. Dann nehme ich noch ein Stack normales Holz mit. Ach, ich hatte jetzt unten auch eine Erdkiste. Da kann ich jetzt hier die Erde reintun. Kies habe ich keine in der Tasche. Nicht so tragisch. Ich muss mal auch noch mal kurz was nachschauen. Moment. Ich muss mal kurz ins Minecraft-Wiki schauen. Minecraft. Wiki. Da muss ich kurz nach einem Rezept schauen. Ich habe die ja auch nicht alle im Kopf. Also gerade so Sachen, die ich nicht so häufig mache, habe ich nicht immer im Kopf. Tippen wir das mal ein. Und da ist es. Okay. Weil wir brauchen ja auch Tische. Und für die Tische brauchen wir Pistons, also, na, wie heißt es? Kolben. So heißen sie im Deutschen. Da muss ich jetzt nochmal schnell nachgucken, was ich für diese Kolben brauche. Und das Minecraft-Wiki hat mir verraten, dazu muss ich in unsere Schmiede gehen. Denn dort befindet sich unser Eisen. Und ich glaube, da habe ich auch noch ein bisschen Redstone liegen.
Müsste ich eigentlich. Da-da-da. Da. Ja, ein bisschen Redstone ist gut. Habe ich Unmengen von Redstone liegen. Eisen hatte ich nicht da, sondern hier. Bastelbox. Also, wir brauchen einmal Redstone da. Graue Wolle brauchen wir nicht. Wir brauchen Pflastersteine da und da. Dann brauchen wir Eisen in der Mitte. Ah, toll. Und wir bräuchten Holzblöcke, die ich natürlich so nicht in der Tasche habe. Das bedeutet, dass ich den ganzen Mist hier wieder aufheben muss. Okay, neuer Versuch, neues Glück. Und unser Inventar ist schon wieder viel zu voll. Aber das kennen wir ja schon. Also nochmal. Wir brauchen Redstone, Eisen, Steine, noch mehr Steine und das brauchen wir. Und damit hätten wir jetzt Kolben. 13 Stück, 16 Stück. Okay. Das müsste erstmal reichen. Ich packe hier jetzt mal kurz was in die Kiste. Und zwar den Redstone. Ne, den Redstone brauche ich noch. Den brauche ich nicht, aber das kann ich erstmal da reinpacken. Und ist hier noch irgendwas? Den Eimer packe ich auch nochmal rein. Okay. Weiter geht's. Da. Brennen muss ich jetzt hier gerade nichts. Och, Tür. So, jetzt aber. Warum wir noch Redstone brauchen, ist aus dem Grund. Wir brauchen nämlich Redstone-Fackeln. Müssen wir noch mal kurz raus. Ich glaube, die Musik ist noch ein bisschen laut. Ich mache sie mal ein bisschen leiser. So, und dann kümmern wir uns jetzt mal um die Einrichtung unserer schönen Häuser. Fangen wir mal hier drin an. Hier haben wir unsere Pilzzucht mehr oder weniger gestartet. Soll uns aber nicht davon ab... Hoch? Ruckeln? Das hatten wir auch schon lange nicht mehr. Soll uns aber nicht davon abhalten, hier auch ein wenig, ja, Wohnlichkeit reinzubringen. Es ist zwar unser Bürgerhaus, oder nur unser Bürgerhaus, unser verlassenes Bürgerhaus sozusagen. Denn unsere, unsere Bürger haben sich ja verzogen. Aber wir wollen unser Bürgerhaus ja trotzdem hübsch haben. Ich muss mal gerade gucken. Hier würde ich dann den Tisch hin machen. Ja, das passt. Da kommt dann der Tisch hin. Und um... Ja, das war jetzt klug. So. Und um den Tisch zu machen, den muss ich nämlich jetzt wieder raushauen, brauchen wir zum einen eine Redstone-Fackel unten drin. Seht ihr? Und dann brauchen wir zum anderen eine Piste, also einen Kolben. Und den packen wir hier dran. Und dann sieht das irgendwie nicht so aus, wie es aussehen sollte. Okay, das ist ein bisschen buggig, aber warum? Ich baue mal den Kolben. Ah, da... Toll. Da wäre er jetzt gewesen. Mal gerade kurz gucken. Nee. Ach Mist. Jetzt muss ich hier doch wieder raus. So, jetzt nochmal richtig dahinsetzen.